Inside Health. Gesundheitspolitik im Fokus. Ein Podcast von und mit Asklepios CEO Kai Hankeln. Der Datenschutz ist manchmal tödlich. Davon berichtet Podcast-Gast Professor Dr. Jochen Werner, Medical Influencer sowie ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Essen in dieser Folge. Er erklärt, weshalb Unikliniken sogar mit Daten handeln sollten, warum er Entlastungstarifverträge für einen Irrweg hält und fordert umfassende Lösungen für die Probleme im deutschen Gesundheitssystem. Welche Maßnahmen konkret notwendig sind? Darüber diskutiert er mit Asklepios CEO Kai Hankeln. Lieber Herr Professor Werner, ich freue mich sehr, dass Sie heute Gast in meinem Podcast sind. Herzlich willkommen hier bei uns in Hamburg. Sie stammen aus Flensburg, Sie waren UKGM, Marburg-Gießen. Das heißt, wir haben schon sehr, sehr viele Berührungspunkte. Deswegen freue ich mich ganz besonders. Sie sind aktuell in Essen ärztlicher Direktor der Klinik. Sie waren aber auch schon in UKGM ärztlicher Direktor, Mitglied der Geschäftsführung am UKGM in der Privatisierungsphase. Auch nach der Privatisierungsphase. Sie sind Medical Influencer, super aktiv in allen möglichen Formaten und ich habe ganz, ganz viele Podcasts schon von Ihnen gehört. Insofern nochmal von mir herzlich willkommen. Ich würde Sie bitten, dass Sie sich einmal kurz vorstellen, vielleicht habe ich ein paar Punkte vergessen. Lieber Hankeln, auch erstmal wirklich ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei Ihnen sein zu dürfen. Ja, Jochen Werner, 1958 geboren in Flensburg, ein richtiges Nordlicht, Mutter Dänen, Vater Hamburger, da sind wir dann wieder in Hamburg quasi angelangt. Ich wohne in der Mitte, in Bad Bramstedt, also ja, sehen Sie. Ja. Perfekt. Ja, und dann habe ich den großen Sprung geschafft nach Kiel und habe dort studiert. Ich liebe das Wasser, das Meer und das zieht sich so durch mein ganzes Leben. Bin begeisterter Fischer, Angler. Ja, da kann ich richtig bei abschalten. Hochsee oder Binnen? Also eigentlich Binnengewässer, aber auch Hochseeangeln kann mal ganz reizvoll sein. Nur so mein Hauptthema ist eigentlich Fliegenfischen. Und das kann man natürlich auch im Meer machen, aber am Fluss einer Forelle nachzustellen, so, das hat schon was. Ja, und so dann Medizin studiert, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Fach der Sinne, sagt man ja immer, da treffen sich die Sinnesorgane. Das war aber gar nicht so sehr mein Schwerpunkt, das war nämlich die Onkologie, also Erkrankungen von Kehlkopfkrebs, Mundhöhlenkrebs, Rachenkrebs, die Metastasierung. Das hat mich durchgezogen. Thematisch habe ich mich da recht intensiv eingebracht, durfte dann in Marburg die Hals-Nasen-Ohrenklinik leiten, habe auch dort den onkologischen Schwerpunkt weiterentwickeln dürfen. Und 2010, 2011, da wurde ich gefragt, was wollen Sie dann so weitermachen in Ihrem Berufsleben? Und da dachte ich, das ist an der Zeit, noch mal was Neues zu machen. Und so kam ich dann dort in die Geschäftsführung, Universitätsklinikum Gießen-Marburg GmbH. Habe das ja schon, wie Sie sagten, bei der Privatisierung begleiten dürfen, damals als Studiendekan. Da war es eben ganz, ganz wichtig, dass die medizinische Lehre nicht unter der Privatisierung leiden sollte, benachteiligt sein sollte. Ja, und dann kam 2015, die nächste Entwicklungsstufe, bin ich ins Ruhrgebiet gezogen. Fühlen wir uns auch sehr wohl. Das ist Essen, ist originärer onkologischer Standort. Und da konnte ich dann auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, meine wissenschaftlichen Interessen ja ein bisschen begleitend weiterverfolgen. Aufgewachsen bin ich in Nordrhein-Westfalen, in Winterberg, auch nicht so weit von Essen. Insofern, ich kenne das Haus auch ganz gut. Ich gehe schon mal ein bisschen auf die Universitätsklinika ein. Sie sind auch YouTuber, Podcaster, ich hatte es kurz erwähnt. Das heißt, setzen sehr auch auf moderne Medien. Was würden Sie Herrn Professor Seeger jetzt mal UKGM raten zu tun? Ist das der Weg, den auch eine Uniklinik und auch ein ärztlicher Direktor oder Geschäftsführer einer Uniklinik so heutzutage stellen muss? Also ich glaube, Professor Seeger ist da tatsächlich noch mal vom Verhalten her in einer anderen Generation, der ist extrem wissenschaftlich engagiert, hat das Deutsche Lungenzentrum aufgebaut, der Standort, man könnte fast sagen, steht und fällt mit ihm, zumindest über eine gewisse Zeit.
Deswegen würde ich da gar nicht reinreden wollen. Wenn heute jemand ärztlicher Direktor, ärztliche Direktorin ist, dann glaube ich, muss man schon sich ein bisschen auch den sozialen Medien, in welcher Form auch immer, öffnen. Ich mache einen anderen Versuch. Professor Scholz, UKSH, ja, hat der einen eigenen Podcast? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, ob er einen Podcast hat. UKSH hat einen Social-Media-Auftritt, das weiß ich. Ich es mir zumindest jetzt nicht sehr aufgefallen mit eigenen Podcast-Beiträgen, so würde ich sagen. Aber er könnte über seinen eigenen Podcast erklären, warum er das Marienkrankenhaus jetzt quasi auf den Campus in Kiel zieht. Das könnte er erklären, sowieso könnte er das erklären, da habe ich gar keinen Zweifel dran. Wir hatten ja eine ähnliche Idee schon mal in Marburg, auch dort ein kleines Krankenhaus quasi auf das Gelände zu ziehen, einfach um abrechnungstechnisch und versorgungstechnisch bestimmte Patienten, die eigentlich gar nicht so sehr in eine Universitätsklinik gehören, dort besser behandeln zu können. Also so war der Dreh und ich denke... Jetzt frage ich mal nach, in Marburg ist der CMI, glaube ich, so um die 1. Das heißt, da sind ja schon sehr viele Leichtgewichte. Richtig. Ist das für eine Uniklinik interessant, wenn man sich dann quasi leichte Fälle mit in die Unimedizin holt? Genau, also da hat ja jeder seine Sichtweise. Für mich persönlich ist es so, ich möchte an einer Universitätsklinik die komplexen Fälle gebündelt haben. Ich brauche Kooperationspartner, die mir dann aber auch die leichteren Fälle, wenn man das so sagen darf, abnehmen. Das muss funktionieren. Wenn das funktioniert, ist es ideal. Schwierig ist es natürlich immer aus Sicht der Chefärztinnen und Chefärzte, die ja ihr Fach vertreten wollen und die sagen, wir müssen im Grunde alles machen, auch wegen der Weiterbildung. Dann gehe ich einen Schritt weiter und sage, ja, so richtig gut wäre das, wenn wir die Weiterbildung ausdehnen auf andere, bis hin in die Praxen rein. So, glaube ich, ist für mich die Entwicklung. Nur, das lässt sich leichter sagen als tun. Und eine Uniklinik ist für mich auf gar keinen Fall der Ort, wo leicht erkrankte Patientinnen und Patienten stationär behandelt gehören. Aber hat sich Ihre Sicht ein wenig geändert durch die Funktionslinien, die Sie durchlaufen haben, vom Chefarzt zum ärztlichen Direktor oder Geschäftsführer? Wirkt sich das auf die Arbeit aus? Ich glaube, das hängt auch zusammen mit dem Standort, wo man ist. Also Essen mitten im Ruhrgebiet, viele, viele Menschen, die dort leben. Ich glaube, da könnte man es tatsächlich umsetzen. Ich denke, das ist etwas schwieriger in Marburg, ländliche Region, dann die angrenzenden Städte, Fulda, Siegen, Kassel, um dort einen wirklich guten Ablauf hinzubekommen. Also in Essen habe ich fest die Meinung, dass das der richtige Weg wäre, den ich aufgezeigt habe, der sich aber schwierig umsetzen lässt, weil die Kooperation mit anderen Krankenhäusern natürlich auch immer etwas sorgegetrieben ist. Ja, dazu kommt im Ruhrpott eine gewisse lokale Rivalität, würde ich es mal formulieren. Könnte man so sagen. Und als ich kam, hatten wir in Essen alleine 16 Krankenhäuser. Ich hatte die Vorstellung, dass man dort stärker bündeln könnte, auch unter dem Dach der Universitätsmedizin. Aber wie gesagt, das ist ganz, ganz schwierig. Jetzt kennen Sie beide Trägermodelle. Sie haben eine privatisierte Uniklinik miterlebt. Sie haben jetzt einen öffentlichen Träger, wie die meisten Universitätskliniken. Was würden Sie sagen, wo sind die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale? Also ich bin erstmal der Allerletzte, der sagt, dass die Privatisierung der Universitätsmedizin gescheitert ist. An dem Beispiel Gießen-Marburg halte ich für völlig falsch. Das Konzept war falsch. Man hätte damals die beiden Krankenversorger Gießen und Marburg mit den Fakultäten zusammenführen müssen, damit sie dann auch wirklich aus einem Guss Universitätsmedizin machen und nicht nur auf die Krankenversorgung betrieben, aber die medizinischen Fakultäten quasi nebenher auch in Konkurrenz weiter agieren. Also deswegen, wenn man nur, das war eigentlich meine Zielrichtung, so was ich
vielleicht gemacht hätte. Kann man immer leicht sagen, wenn man da nicht dann wirklich in Entscheidung steht. Aber ich habe mich da eben auch sehr viel mit in, befasst. Ich hätte Gießen privatisiert und dann, glaube ich, wäre das Modell bei weitem nicht so in die Kritik gekommen. Es gibt viele Dinge, die in privaten Einrichtungen, glaube ich, schon sehr gut entwickelt sind. Qualitätsmanagement, solche Themenbereiche, wo die öffentlichen Universitätskliniken sicherlich auch noch Aufholbedarf haben. Also ich glaube, jedes Modell hat Stärken und Schwächen. Für mich ist Lehre und Forschung essentiell für die Universitätsmedizin. Und da hängt dann wieder die Rolle des Dekanats damit zusammen, wie gewichtig ist das. Also von der Seite her, die große Kunst ist doch, die guten Themen zusammenzufassen und die anderen auch mal machen zu lassen. Ohne Frage, ich habe da auch einen sehr differenzierten Blick, auch auf die Frage UKGM. Man weiß natürlich immer hinterher besser, was man hätte besser machen können. Aber ich glaube, die Privatisierung wäre so an den beiden Standorten niemals erfolgt, wenn man eben nicht dieses Zwei-Standort-Thema gehabt hätte und es hätte politisch lösen können. Und das war nicht der Fall. Und insofern war es in der Folge die Privatisierung. Die Privatisierung hat das Problem aber auch nicht lösen können. Richtig. Das ist, glaube ich, aus heutiger Sicht auch klar. Hängt Ihnen das ein bisschen nach, weil Sie ja einen zumindest mal teilpositiven Blick haben auf diese Privatisierung heute in einer öffentlichen Universität, oder ist das vergessen? Als ich von Marburg-Gießen nach Essen wechselte, da dachte man, glaube ich, schon, dass da jetzt irgendwie so ein Hardliner kommt, der die ganze Zeit nur in Personalzahlen denkt und Materialwirtschaft optimieren will. Und ich glaube aber, ich habe meine Ansicht, die ich auch gerade hier nochmal mitgeteilt habe, immer wieder vertreten und bin nach wie vor jemand, der schon die Privatisierung als Denkansatz unterstützt. Jetzt haben Sie ein Buch gerade geschrieben, Sie haben auch heute netterweise noch eins mitgebracht. So krank ist das Krankenhaus. Sie schildern da drin sehr, sehr viel mit ein paar harten Zitaten, auf die ich auch gleich gerne noch komme. Fange ich mal an mit dem Thema Verdi und Entlastungstarifverträge. Bewegt gerade das UKGM. Ich glaube, bis alle Universitäten in Deutschland, Universitätskliniken einmal durch sind, wird das auch nicht aufhören. Warum sehen Sie das kritisch? Ich sehe das absolut kritisch, weil das, was denn dort verhandelt wurde, / werden wird, am UKGM, das ist schlichtweg in der heutigen Phase kaum umsetzbar. Sie schaffen mehr Freizeitmöglichkeiten für die vorhandenen zu wenigen Pflegekräfte. Das ist alles dann auch für mich akzeptabel. Es gibt einen Sogeffekt, ne? Nein, das passiert ja nicht. Den Sogeffekt hat es ja auch bei uns in Nordrhein-Westfalen überhaupt nicht gegeben. Es war ja absurd, was dort für Ideen kamen, dass Hunderttausende irgendwo auf den Sofas sitzen und dann reinströmen werden in die alten Städten, wo sie gearbeitet haben, weil jetzt irgendwelche Entlastungspunkte kommen. Also das ist unsinnig. Und das wird auch nicht in Gießen und Marburg und sonst wo passieren. Der nächste Punkt ist natürlich, wir müssen davon abkommen, dass bestimmte Tätigkeiten nur von examinierten Pflegekräften gemacht werden können. Also ich will damit sagen, die da sind, müssen wir halten. Vollkommen klar. Dazu hilft die Entlastung auch vollkommen klar. Die Lösung kann aber nicht zum Schluss sein, wir schließen an den Unikliniken mehr und mehr Betten, um diesen Regeln nachzukommen. Die Lösung muss sein, wir brauchen mehr Menschen in die Kliniken, nicht examinierte Pflegekräfte, aber andere, die dort unterstützen, weil Medizin immer noch von Mensch zu Mensch auch betrieben wird. Und dann komme ich zu diesen Themen wie verpflichtendes soziales Jahr und so weiter. Also ich glaube, nur auf diesen Tarifvertrag zu schauen und dann in die nächste Tarifrunde, wann auch immer, im halben Jahr oder so zu gehen, damit machen wir auch einen Beruf kaputt. Weil wenn die Leute, die jungen Leute, die Pflege und andere medizinische Berufe nicht kennen und schätzen lernen, dann werden sie es nicht gehen. Und deswegen
Ich kann mir schon vorstellen, wie sich das dort weiterentwickeln wird am UKGM. Aber der große Wurf, dass damit jetzt die Pflegekräfte alle zurückkommen, ich möchte nur, dass man das realisiert und dass wir davon ausgehen, es wird nicht relevant mehr Pflegekräfte geben. Also brauchen wir andere Lösungen. Am Ende ist es, fällt mir ganz viel zu ein. Ich bin mit Ihnen in der Analyse 100% einig. Fällt mir ganz viel zu ein. Am Ende wird sich kaum eine Universitätsklinik wehren können und das führt zu Kapazitätsengpässen. Am UKSH in Schleswig-Holstein, Herr Scholz kann, glaube ich, aktuell 700 Betten, erzählt er immer, nicht betreiben, weil er das Personal dafür nicht hat. Nach Entlastungstarifverträgen, spätestens nach 2 Jahren, ist immer unsere Prognose fürs Modell in Berlin, die ja mit als erstes waren, wird es halt Kapazitätsengpässe geben. Das ist aus meiner Sicht schwierig für die Universitätsmedizin, aber dann unvermeidbar. Und nach den Universitätskliniker werden wahrscheinlich die nächsten Klinikträger dann dran sein. Für den Beruf der Pflege, bin ich bei Ihnen, ist das schwierig. Das ist aber, jetzt mal das zweite Thema, schon im Grunde genommen zementiert durch das Pflegepersonalstärkungsgesetz von Herrn Spahn, weil das hat letztlich dafür gesorgt, dass examinierte Pflegekräfte, die finanziert sind, versucht werden aufzubauen zu Lasten der Pflegehilfskräfte, die günstiger finanziert waren in der Vergangenheit und was ist auch volkswirtschaftlich sinnvoll ist, die Effizienz in dieses System zu nehmen. Nur jetzt machen wir das Gegenteil. Die Effizienz geht aus dem System raus und der Druck für zu wenig Pflegende insgesamt wird größer. Ja, hundertprozentig stimmen wir genau überein. Das Thema ist, es schauen ja immer alle auf solche Orte der Auseinandersetzung. Das war in Nordrhein-Westfalen so, das war an anderen Stellen so. Manche lehnen sich zurück und denken, aber wir haben doch einen guten Tarifvertrag. Und ich sage, so zieht eben der Zug, die Karawane zieht weiter durch alle Unikliniken. Und es gab genau zu Beginn der Thematik die Möglichkeit zu sagen, wir Universitätskliniken gehen geschlossen gegen dieses Thema vor. Ja? Und dann wird es zerstückelt. Dann hatten wir schon 6 Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen, 11 Wochen Streik. Ja, aber natürlich geht ein Streik irgendwann zu Ende. Natürlich sagt die Politik irgendwann, können wir nicht mehr machen, jetzt wird es einen Abschluss geben. Und natürlich ist das auch für uns finanziell ein Debakel, das dort abläuft. Und dann wird es weiterziehen. Und das ist das, was mich natürlich ärgert bei diesem ganzen Themenkomplex. Wissenschaft, Forschung, Lehre, dann sollen mehr Studierende ausgebildet werden. Das hat man auch inzwischen begriffen. Es wird natürlich mehr und mehr Bedarf auch an Ärztinnen und Ärzten geben. Nicht, weil die jetzt alle nur zahlenmäßig fehlen, sondern weil viele in Teilzeit arbeiten wollen. Wo werden die ausgebildet? Ja, an Unikliniken, aber natürlich, man kann auch noch neue Modelle machen, kann so Ausbildungsanstalten machen. Das Thema ist nicht durchdacht. Und wir bewegen uns in einem System, wo wir leider keine langfristige Planung haben, sondern immer solche kurzen Ansätze, die nicht ineinander greifen. Und da kommen wir auch jetzt mit den Medizinstudierenden definitiv an die Grenze des Machbaren. Jetzt bin ich immer wieder ein bisschen überrascht. Wir versuchen ja sehr, sehr viele Fachkräfte aus dem Ausland zu ziehen, mit einem wirklich großen Aufwand, ein Jahr schon Ausbildung auf den Philippinen. Also die sind alle schon, die haben Pflege studiert, haben 2, 3, 4 Jahre Erfahrung als Intensivpflegekraft, brauchen dann trotzdem nochmal, bis sie das B2-Diplom schaffen, sprachlich. Auf den Philippinen meistens bis zu einem Jahr, sind dann noch mal ein Jahr lang in der Einarbeitung hier in Deutschland. Und ich wundere mich, dass Gewerkschaften, voran Verdi, derart, ich würde es mal sagen, mit Zurückhaltung auffällig werden. Warum sind die ausländischen Pflegekräfte so nicht begrüßt? Und warum machen Medien zum Beispiel dann so ein Fass auf und sagen, die Einarbeitungszeit ist viel zu kurz, die Sprachbarriere ist viel zu hoch? Also man sucht ja gerade nach Gründen, um irgendwie von diesem Thema wegzukommen. Aber was hat die Gewerkschaft Verdi davon? Wenn Sie jetzt viele Pflegekräfte von den Philippinen haben, was hat konkret die Gewerkschaft Verdi davon? Ja, nichts, weil die sich nicht organisieren. Richtig. Also damit ist doch die Frage beantwortet. Wenn es nicht im Sinne der Gewerkschaft Verdi ist, dann wird natürlich genau diese Diskussion angestoßen. Das ist für mich völlig klar.
Aber wir werden ohne, da sind wir uns, glaube ich, hoffentlich einig, ohne ausländische Fachkräfte in Deutschland in diesem System kaum eine Chance haben. Egal, richtig, ob Ärzte oder Schwestern. Wir sind uns hundertprozentig einig, nur ich bin viel zu sehr in der Realität angekommen, zu glauben, dass irgendetwas sinnhaft sein muss in diesem ganzen Kontext. Das ist eine gewerkschaftsgetriebene Auseinandersetzung. Da geht es um Mitgliedergewinnung und solche Dinge. Würden Sie sagen, bei den Ärzten ist es noch schwieriger als bei den Pflegekräften? Die zu bekommen. Zu bekommen? Ja, ich glaube, es ist beides schwierig. Ich würde nicht sagen, noch schwieriger. Man muss bei den Ärztinnen und Ärzten wirklich bei den Jungen ansetzen, den Studierenden. Da haben wir ja die Möglichkeit. Da ist ja ein großer Markt da, der gerne möchte. Und wir müssen zusehen, dass man die Zulassungen verändert, dass man es erleichtert, aber auch die Qualität der Ausbildung natürlich nicht jetzt irgendwie ins Schlechtere führt. Ne? Wir kommen ein bisschen zur Krankenhausreform, versuchen mal einen kleinen Sprung. Sie sagen relativ provokant in verschiedenen Medien, ein Drittel der deutschen Krankenhäuser muss geschlossen werden. Damit bleiben Sie ein bisschen hinter Bertelsmann-Studie zurück. Die wollten, glaube ich, 50%. Ist der Ansatz von Herrn Lauterbach dafür der richtige? Also, wenn ich ein Drittel sage, sage ich ein Drittel nicht, weil ich selbst befähigt bin, jetzt eine genaue Zahl zu nennen. Nur, ich glaube, man braucht eine Perspektive. Ich halte es für nicht richtig, gar kein Ziel zu nennen. Ob es am Schluss ein Viertel ist oder wie es sich auch immer dann als beste Möglichkeit herausstellt. Herr Lauterbach hat für mich erkennbar kein Ziel genannt. Also natürlich schon. Weil es unpopulär wäre? Natürlich, natürlich. Und da sind wir am Punkt angekommen. Das Ganze geht immer in 4 Jahresabschnitten. Aber wir brauchen einen meinetwegen 12-Jahresplan, ja, um mal 3 mal 4 zu sagen. Aber wir brauchen doch irgendwas, wo wir hinwollen. Und dazu gehört eben auch eine konkrete Zahl, damit auch die Menschen wissen, was mit denen am Arbeitsplatz passiert. Wenn ein Krankenhaus weiß, es hat noch 6 Jahre, natürlich wird es in den letzten 2 Jahren nicht mehr viel bewegen, aber es hat erst mal 3, 4 Jahre Bestandsschutz. Die Menschen können überlegen, die dort tätig sind, will ich vielleicht woanders hingehen? Ist es in einer Planung oder will ich aus einer Pressemitteilung erfahren, dass das Krankenhaus jetzt geschlossen wird? Ein großes Debakel, Transparente vor der Tür und am Schluss verlassen die Menschen ihren Beruf. Also ich glaube, wir brauchen eine Planbarkeit, wir brauchen eine Zielbenennung und es tut mir leid, es ist dann eben so, dass das unpopulär ist. Nur stellen wir uns vor, die Politiker sagen eigentlich, was wirklich die Wahrheit ist und was dazugehört. Na, Herr Laumann hat das versucht in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, da haben Sie sich auch durchaus positiv geäußert. Absolut. Warum ist das der richtige Ansatz? Also Herr Laumann ist seinen Weg gegangen, der ist jetzt zum 3. Mal Gesundheitsminister. Ich glaube, man kann ihm ganz sicher nicht die Kompetenz für dieses Amt absprechen. Und aus seiner Sicht hat er sich entschieden, er will eine Krankenhausreform machen, ist da ein bisschen milder, nenne ich das mal, geworden über die Zeit, aber verfolgt sein Ziel noch ganz klar. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich finde jeden Schritt gut. Ich denke, dass die Universitätskliniken eine andere Bedeutung brauchen. In diesem ganzen Krankenhausplan zum Schluss läuft es aber aufs Gleiche raus. Herr Laumann hat konkretere Ziele benannt und ich bin davon auch überzeugt, dass er seinen Plan durchsetzen wird. Sie spielen ein bisschen darauf an, Unikliniker müssen Dreh- und Angelpunkt werden, das heißt eine Lotsenfunktion übernehmen. Sind die Unikliniken dafür die richtigen? Ich würde gar nicht so sehr sagen, jetzt wenn man bei Lotsenfunktion an Patienten quasi Zuweiser denkt oder so, das meine ich nicht. Ich denke, sie sind zentral für die Wissenschaft von Bedeutung. Ich glaube, dass dort viele Daten zusammenkommen könnten aus der Umgebung, aus anderen Häusern, auch aus Praxisnetzwerken, also Wissenschaft. Dann Lehre. Für die Studierenden, auch dort kann man neue Konzepte gehen, dass man sagt, wir können nicht alle in diesem Uniklinikum selbst ausbilden, wir brauchen mehr. Das ist das, was ich vorhin auch mit den Weiterbildungsassistenten ansprach, also ein Netz aufbauen und dann
quasi zentraler Versorger für bestimmte Krankheitsbilder mit dem klaren Zugeständnis, dass man aber den Rest nicht immer so weitermachen kann wie bisher. Das heißt, es ist auch hier ein Geben und Nehmen. Ich möchte nur, wenn ich die Deutschlandkarte sehe, und wir haben im Moment, sagen wir zum einen 36 klassischere Universitätskliniken und einige andere Modelle, dann sehen wir, wo sind wir wie versorgt, wo gibt es vielleicht Maximalversorger, die eben bestimmte Lücken auffüllen können. Aber ich brauche ja irgendwie diesen Ansatz, ein landesweites, also bundesweites Konzept auch umzusetzen. Und ich komme immer wieder auf das Thema Lehre und Forschung, und das ist in meinen Augen noch zu wenig im Vordergrund. Jetzt habe ich mir natürlich drei schöne Beispiele ausgesucht. Sehr gut. Gehen wir sie mal einmal ganz kurz durch. Uniklinik Bonn mit sehr, sehr hohem finanziellen Aufwand. Kinderherzmedizin, neues Eltern-Kind-Zentrum, neues Herzzentrum aufgebaut. Die Mitarbeiter unseres Herzzentrums und der Kinderklinik in St. Augustin angestellt. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich die richtige Wortwahl treffe. Ist das das richtige Vorgehen, im Grunde genommen über einen investiven Vorteil Kapazitäten aufzubauen, damit in der Fläche die Versorgung nicht mehr stattfindet? Also ich kenne natürlich dieses Beispiel, das Sie nennen. Ich kenne jetzt die Details nicht. Dazu weiß ich zu wenig. Dass man grundsätzlich sagt, dass man eine sehr spezielle medizinische Versorgung universitär abbilden möchte, halte ich für richtig. In welcher Form dann auch immer. Es bedeutet ja in meinen Augen immer nicht nur einzuverleiben, sondern zu überlegen, wie kooperieren wir, unter welchen Bedingungen. Deswegen, da sage ich, ich will mich nicht in diese Diskussion jetzt mit Bonn reinbegeben, aber der Ansatz, dass es eine universitätsmedizinische Versorgung sein sollte, den kann ich absolut teilen, wie man auch immer dahin kommt. Ich hätte mich über ein Shop-in-Shop-Konzept gefreut. Ne? Ist gar keine Frage. Der Standort in St. Augustin kriegt seit 2003, jetzt haben wir glaube ich fast 20 Jahre in der Privatisierung, keine Einzelfördermittel. Und das ist der eigentliche Punkt, ja, über den wir uns ärgern, weil dann haben Sie hinterher eine Kinderklinik mit einer völlig unzureichenden investiven Ausstattung, mit schwierigen, Sie haben eben ZNA erwähnt, mit schwierigen Verhältnissen in der Notaufnahme. Und wenn dann so eine RSV-Welle durchrauscht, dann wird es schwierig. Ne? Dann wird es, ist die Kapazität so am Ende, dass es dann auch wirklich für die Eltern schwierig ist. Und wenn sie dann nebenan eine neu gebaute Uniklinik haben, dann ist das ein leichtes Missverhältnis. Aber wir machen mal Thema 2. UKSH hatten wir eben, Marienkrankenhaus einmal übernommen, die Belege alle übernommen. Die wollen aber jetzt nicht so ganz, dass es irgendwie so eine Zwangsrekrutierung über Fördermittel, oder? Am Schluss ist es immer das Thema. Also, ja. Da fällt mir Dresden ein, und da finde ich, das ist ein positives Beispiel, das will ich dann auch mal anführen. In Dresden hat die Universitätsklinik sehr, sehr viele Kooperationen mit umliegenden Krankenhäusern, auch einige Häuser von unseren, stellt dort die Chefärzte, hat sich ein breites Netzwerk aufgebaut, was ich ein sehr, sehr gutes Modell empfinde, was auch für die Fort- und Weiterbildung der Ärzte gut ist, weil sie Erfahrung in Bereichen haben, die deren Patientengruppen sonst nicht an der Uniklinik üblicherweise sind. Warum machen das nicht mehr Unikliniken so und bauen diese Kooperationsmodelle so aus? Also wir sind etwas ähnlich aufgestellt. Wir stellen auch Chefärzte. Wir betreiben meinetwegen für mehrere Krankenhäuser die Radiologie auch. Ich glaube, die Frage, warum, hängt immer auch damit zusammen, wie sind die Personen zueinander? Ja, wie frei können Sie Gedanken spielen lassen? Was sagen die entsprechenden Aufsichtsgremien? Also, das ist ja das Konzept, über das wir auch einleitend gesprochen hatten. Ich glaube, wenn wir sagen, in Essen waren 16 Krankenhäuser, heute sind es noch 14. Es ist aber die Zeit jetzt, dass man viel stärker zusammenrückt und sieht, wo profitieren beide davon. Das kann mit Chefärzten sein, das kann aber auch genauso in unsere Richtung gehen, dass auch bei uns manche in der Versorgung tätig werden. Ich wechsle die Universitätskliniken ein bisschen der Reihe nach durch. Das UKE kauft sehr, sehr viele Arztsitze.
Also baut sich MVZ-Strukturen auf, das heißt stark ambulante Strukturen. Früher haben das alle möglichen Träger gemacht, auch die privaten, um sich die Zuweisung zu sichern. Wir sind ein bisschen aus der Sichtweise weg. Wir machen ambulante Medizin ganz gerne dann, wenn sie sich als Geschäftsmodell bewährt, aber nicht für Zuweisungssicherung. Ist das noch der richtige Weg für eine Universitätsklinik, diese ambulante Vernetzung? Mit der Argumentation, die Sie vorhin angeführt haben, auch Ausbildung bis in die niedergelassenen Bereiche rein? Oder ist es nicht mehr der richtige Weg? Also, das ist ja fast ein Thema für einen eigenen Podcast. Also erstmal sage ich ja, ich werde doch gar nicht kommentieren jetzt, was hier in Hamburg passiert. Das ist ja alles wirklich speziell gewachsen auch. Aber wie sehe ich diese Geschichte? Ganz viele Praxen werden nicht mehr einen Nachfolger finden. Und die nachfolgen dann oder nachfolgen können, sind auch zu einem relevanten Teil Frauen, die vielleicht auch besonders gerne noch in Teilzeit arbeiten wollen. Also wir müssen irgendwie sehen, da passiert was. Dann sind wir an der Uniklinik. Früher hat man gesagt, ja, an der Uniklinik, die wollen sich dann alle habilitieren. Und das wollen die natürlich auch nicht alle. Ja, da gibt es einige, die wollen das, aber viele fühlen sich wohl. Dann kommt so der Moment, wo die sagen, ich möchte eigentlich noch was anderes machen. Da wäre für mich wunderbar, wenn ich mehr anbieten könnte, dann seien Sie doch bei uns 2,5 Tage oder 2 Tage, gehen 3 Tage in die Praxis. Wir haben solche Modelle. Aber, und das wissen Sie mindestens so gut wie ich, es kommt natürlich gerade auch bei den Praxissitzen darauf an, dass die mit voller Begeisterung betrieben werden. Also man braucht auch so ein bisschen den unternehmerischen Gedanken und. Und deswegen ist das im Moment eine ganz interessante Entwicklung. Es geht mir nicht darum, Patienten quasi ins Krankenhaus reinzubringen oder aus dem Krankenhaus in diese Sitze reinzubringen. Mir geht es darum, was kann ich anbieten, dass die Mitarbeitenden bei uns zufrieden sind und uns nicht ganz verlassen, weil wir finden dann zu wenige, wenn ich ein anderes Modell habe für eine andere Beschäftigung. Also so eine gesplittete Tätigkeit. Das ist für mich etwas, wo ich in die Zukunft blickend sage, wir müssen mit diesen Wünschen von Ärztinnen und Ärzten in der Zukunft mehr uns auseinandersetzen. Finde ich gut. Ich glaube nur, es wäre einfacher, wenn wir die Sektoren in Frage stellen. Wunderbar, sofort. Aber da habe ich schon ein bisschen die Hoffnung im Moment aufgegeben. Wäre auch ein eigener Podcast. Ja. Das wird lustiger. Laden wir die KV dazu ein. Sie plädieren für eine numerisch ausgedünnte, aber extrem leistungsfähige und effiziente Krankenhauslandschaft. Das ist auch mutig, weil Effizienz und ähnliche Wörter, Leistungsfähigkeit, Effizienz, sind ja auch nicht mehr gerade en vogue. Glauben Sie, dass diese Effizienz an den Kliniken heute noch so eingeführt oder gehalten werden kann oder eher nicht? Also in Zeiten von Pflegebudget, in Zeiten von Diskussionen über Vorhaltefinanzierung, von Fehlallokationen von Mitteln und so weiter. Ja, die Herausforderungen werden immer größer. Ich meine trotzdem, dass es geht, weil bei diesen Diskussionen heute, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist auch der ganze Sektor Telemedizin. Also ich würde sowas mit reinbringen. Ich würde versuchen, dass wir eben die Patienten nicht quasi, ich nenne es jetzt mal überflüssig, immer in die Krankenhäuser noch wiederbringen zu Vorstellungen, wo kann ich besser entlasten, auch die Patientinnen und Patienten entlasten, die Ärzte entlasten. Also ich glaube, dieses Kombinierte wird am Schluss Effizienzsteigerung trotz allem ermöglichen. Und ich denke, dass bei Ihnen zum Beispiel schon sehr viel effizient gestaltet sein wird, was ja auch ein Erfolgskonzept ist. Wir werden überschätzt. Ja, okay, aber ich glaube es trotzdem. Im Vergleich zu einer ganz normalen Anstalt des öffentlichen Rechts als Landesuniversitätsklinik, so meine ich das. Weil bei uns natürlich immer diese Geschichte ist mit Forschung, Lehre, Krankenversorgung. Das ist schon, das kennen Sie auch aus Gießen und Marburg, sehr, sehr schwierig zu trennen. Wo sind Überlappungen? Ja, und in diesem Ganzen, in dieser Wolke nenne ich es mal, da gibt es auch Möglichkeiten natürlich zur Effizienzsteigerung. Aber
Einmal sehr gesteigert hat man auch möglicherweise wieder Folgeerscheinungen für Lehre und Forschung. Da bin ich immer wieder bei dem Thema. Ich komme ein bisschen ja in die Nähe Ihres Buches. Sie merken das, da kommen wir auch auf Telemedizin noch. Überrascht hat mich Ihr Plädoyer für Datenkommerz. Auch das finde ich richtig. Auch die Öffnung für private Investoren in dieser Frage finde ich absolut richtig. Aber Sie grenzen sich auch da vom Zeitgeist ab. Das Thema Daten ist eh ein besonders sensibles hier in Deutschland. Und da haben Sie auch ein wunderbares Zitat in Ihrem Buch, Hashtag Tod durch Datenschutz. Richtig. Das ist nun sehr, sehr mutig. Wie kam es dazu? Es kommt einfach dazu, weil wenn Sie nicht irgendwie was akzentuiert, pointiert sagen, dann nimmt es sowieso niemand wahr. Deswegen kommt das dazu, weil ich sage, wenn ein Arzt, eine Ärztin nicht das Wissen zur Verfügung hat, um diesen Patienten zu behandeln, dann läuft der Patient ja Gefahr, dass ihm nicht optimal geholfen wird. Deswegen plädiere ich dafür, dass die Ärztinnen und Ärzte ein bestmögliches Wissen haben. Wenn ich das durch den Datenschutz nicht ermögliche, dieser Arzt hat keinen Zugriff auf die Daten aus dem Krankenhaus, dann kann es sein, und das passiert natürlich, dass Patienten versterben, weil sie nicht die adäquate Therapie kriegen. Wenn das dann so ist, dann ist leider als Folge des Datenschutzes jemand zu Schaden gekommen, vielleicht sogar gestorben. Und dann kann man immer sagen, nein, das ist nicht so, aber man kann ja nichts folgenlos machen. Wenn ich ausrücke, da ist jetzt ein 68-jähriger Patient, liegt in irgendeinem Treppenhaus, von der Nachbarin informiert, dann ist es doch besser, die Notärztin weiß zu diesem Menschen schon etwas, Dänemark, Blick in die elektronische Patientenakte, Blick und weiß, die und die Medikamente vor 2 Wochen am Herzen operiert oder was auch immer. Und bei uns weiß man nicht. Also wieder ein Defizit und ich komme unkundig zu diesem Patienten an den Behandlungsort. Und das ist für mich einfach nicht zeitlich mehr angemessen. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Journalisten, da habe ich in Ihrer Art argumentiert und da sagt der Journalist, er würde sich nicht für die Nutzung seiner Daten aussprechen, weil das hätte ja das Risiko, dass eine Fehldiagnose permanent weitergetragen würde. Richtig. Und so können Sie natürlich alles zerstören an Argumentationen. Ich selbst hatte mal ein Zeitstreitgespräch und da hatte ich mit einem Anästhesisten gesprochen, da ging das eben auch um dieses Thema Datenschutz und dann sagte die Journalistin zum Schluss, ja, wie ist denn das, würden Sie dann gerne da in die Klinik von Professor Werner gefahren werden mit Datenanalytik, eigentlich schon vor dem Krankenhaus eintreffen? Und dann sagte der, nein, also bei mir ist es so, mein Zettel im Portemonnaie, der soll reichen. Ich möchte nicht, dass meine Daten da hinkommen. Und dann muss ich sagen, gut, das sind dann auch 2 Welten. Also ich habe eine. Warum fehlt uns dieses Verständnis für Datennutzen vor Datenabschottung? Weil wir in Deutschland nicht bereit sind, irgendwas zu verändern. Wir segeln immer noch in diesem Wohlfühlmodus. Wir kommen gut aus, das hat sich Jahre bewährt. Und so eine andere Herangehensweise würde eine Veränderung bedeuten. Veränderung bedeutet auch, dass es bis hin zu Umverteilung im Finanzsystem geht. Und so, wir sind doch noch immer in diesem Steady State, die ganzen Stakeholder im Gesundheitswesen, kaum jemand bewegt sich. Und das ist ja, was ich hier anspreche, das sind Veränderungen und das will keiner. Und dann kommt irgendjemand und sagt, ach, beim Datenschutz, das ist noch nicht richtig hinterfragt. Es sind immer Totschlagargumente. Mal eine kühne Idee, wenn es mit dem Datenkommerz zu tun hat. Ja. Also ich hätte gar kein Problem damit, wenn wir unsere Gesundheitsdaten in eine staatliche zentrale Plattform einstellen, wenn denn dadurch dann der Datennutzen herbeigeführt werden könnte. Wunderbar. Und wie ist die Realität? Man macht eine Pharmastudie, also mit einem großen Pharmakonzern, und die Daten zu diesem Menschen, zu diesen Studienteilnehmern, die kommen ja und gehen dann in den Pharmakonzern. So ist die Realität. Darüber spricht überhaupt keiner.
Dann sage ich doch lieber, warum generieren wir nicht als Universitätsklinik die Daten, anonymisieren die und Pharma kauft die Daten. Und wir sind aus der Unterfinanzierung ein Stück raus. Und wenn wir nicht solche Modelle angehen, dann werden wir natürlich auch immer noch mit Totschlagargument, oh Gott, jetzt wollen die noch mit Daten Geld verdienen. Auch die Patienten sollen davon profitieren, aber im Moment profitiert die Pharmaindustrie. Das ist der Punkt und darüber wird nicht gesprochen. Das wird wohlwollend zur Kenntnis genommen und fertig ist es. Naja, und wir wundern uns hinterher, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle international abgehangen werden, weil die großen Studien, wenn wir ehrlich sind, die finden nicht in Deutschland statt. Absolut, die sind in Spanien, die sind viel schneller auch dort bis zur Bewilligung hin. Aber auch das sehen wir ja alles, da blicken wir auch dazu. Sind wir uns einig. Komme ich nochmal ein ganz kleiner Schlenker auf Telemedizin. Die Telemedizin bringt in Deutschland gerade für Menschen in der Fläche einen enormen Versorgungsvorteil, den sie so eben nicht haben. Wenn wir jetzt die Gesundheitsreform ein bisschen weiterdenken und sagen, es sind wirklich Kleinstkrankenhäuser nicht mehr da, die nicht versorgungsnotwendig sind. Es gibt noch eine Klinik in der Region, die die Versorgungsfähigkeit hat. Dann ist Telemedizin ein ideales, ergänzendes Instrument. Warum tun wir uns auch damit so schwer, beziehungsweise warum nutzen so wenige Patienten die Angebote, die es schon gibt, Teleklinik München und Co.? Es ist für die Bürgerinnen und Bürger noch zu wenig begreifbar. Das ist noch nicht so, dass die quasi in so eine Welle mitgenommen werden. Da gibt es natürlich immer auch gute Beispiele für. Aber wir selbst sind doch nicht dabei und promoten das jetzt sehr. Also von der Seite her, da ist definitiv Luft nach oben. Und warum es so ist, man gibt auch Einfluss ab. Man gibt Macht ab. Wenn Telemedizin im vollen Potenzial agieren würde, würden andere vielleicht sogar weniger verdienen. Oder aber sie machen das Geschäftsmodell selber und nutzen es für sich. Und alles wunderbar. Übrigens auch die Zufriedenheit von Ärzten. Ja, gerade die Gruppen, die Sie eben mal genannt haben, für die wäre es eine wunderbare Beschäftigungsform, wenn sie eben Videokonsile machen können in der Arbeitszeit, die es im privaten Umfeld eben auch ermöglicht. Sehr schön. So, wir sind aber in der internationalen Sicht in der Digitalisierung auf dem vorletzten Platz. Und irgendwie fehlt mir so richtig der Optimismus, dass sich das kurzfristig ändert. Haben Sie Hoffnung? Also wenn ich gar keine Hoffnung hätte, würde ich jetzt auch gar nicht hier sitzen. Das bedeutet ja, ich habe ja Hoffnung. Ich hoffe ja, dass wir da ein Stück weiterkommen. Aber so Hoffnung auf einen großen Schritt habe ich nicht, weil es zerredet wird in Deutschland. Das wird auch noch eine Zeit so gehen. Und wir werden irgendwann Modelle übernehmen. Da bin ich mir sehr sicher, die dann auch funktionieren, weil wir einfach nicht mehr selbst weiterkommen. Also solange in Deutschland, und man kann doch nicht so naiv sein und glauben, es geht hier um Digitalisierung, Gesundheitswesen. Wenn wir es nicht in Deutschland hinbekommen, eine wirkliche Digitalstrategie aufzubauen, meinetwegen wieder 10 oder 15 Jahre, auch wenn das so unendlich lang klingen mag, aber wir gehen ja nicht los. Da hatte ich die Hoffnung, dass es jetzt mit der letzten Koalition neu aufgesetzt wird, Digitalministerium. Alle meinen, sie machen irgendwie Digitalisierung. Wir haben nichts, wo was koordiniert wird. Das ist doch nicht in dem Verkehrsministerium. Also wir müssen sehen, wir brauchen eine Digitalstrategie. Wir müssen sehen, wo profitiert Mobilität von Gesundheitswesen. Diese ganzen verschiedenen Themen. Bildung, ein Riesenthema. Ja? Kritische Nachfrage. Sind ein paar Daten, ja, oder gab einen Datenschutzvorfall in der Uniklinik Essen. Sie sind gehackt worden. Ein Risiko, was viele oder was alle haben eigentlich und auch schon viele erwischt haben. Würden Sie sagen, das war ein Rückschlag? Wenn ich glauben würde, dass das nicht passiert, dann würde ich auch völlig naiv sein. Das
passiert, das wird auch weiter passieren, aber das darf uns nicht aufhalten auf diesem Weg. Wie kriegen wir denn die Entskandalisierung dann hin? Weil es wird ja immer eine Riesenempörung gemacht aus jedem Hackerangriff, der irgendwo erfolgt, vor dem man sich auch nie 100% schützen kann. Genau. Aber Sie haben die erste Seite in der Zeitung. Richtig. Und so funktioniert der Zeitung. Da will ja keiner lesen, das war wieder eine hervorragende Performance, dass das Krankenhaus so und so gemacht hat. Das ist ja keine Meldung. Die Meldung in Deutschland ist ja eine Negativmeldung. Also Angst, ne, Risiko. Ja, wenn heute irgendwo Wind sich ankündigt, schließt man ja im Zweifel schon alles. Und deswegen sage ich, das ist die Herangehensweise. Wir brauchen den Optimismus. Digitalisierung wird helfen. Digitalisierung macht die Menschen gesund. Definitiv. Die personalisierte Medizin würde niemals einen Schritt richtig weiterkommen ohne Datenanalytik. Niemals. Deswegen werden Menschen überleben. Und wenn man das nicht positiv belegt bekommt, dann werden wir weiter sitzen und sagen, oh, 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 da passiert was mit Ihren Daten. Also Risiken akzeptieren und Smart Hospital sein. Richtig, eine bessere Medizin, menschlichere Medizin, datengetrieben. Sie sind Smart Hospital, haben auch ein Buch dazu veröffentlicht. Sagen Sie, das hat nochmal einen Ruck durch die Klinik gebracht in Sachen Zufriedenheit und die Mitarbeiter sehen die Vorteile oder die Patienten sehen die Vorteile? Also ich kam 2015 nach Essen, hatte noch im selben Jahr diesen Wandel, sagt man heute, ausgerufen zum Smart Hospital. Ich wurde immer wieder gefragt, wie ist Ihr Masterplan, Herr Werner? Ich sage, Masterplan konnte ich gar nicht haben. Und wir haben uns in diesen Weg begeben. Es ist ganz viel Luft nach oben. Vieles funktioniert noch nicht gut. Aber wir haben was bewegt und wir haben auch auf dem Schritt Digitalisierung, Prozessoptimierung einiges geschafft. Ich freue mich riesig über unser Institut für künstliche Intelligenz in der Medizin zusammen mit der Fakultät, dass wir eben nicht nur auf Diagnostik aus sind, sondern auch, wie bekommen wir Abläufe besser hin. Jetzt muss ich nachfragen, ChatGPT schreibt also schon Ihre Entlassberichte. Noch nicht ganz. Wir waren vor ChatGPT auf dem Weg, weil wir eine Gruppe haben, die sich genau damit beschäftigt. Und natürlich wird es so kommen, dass wir das einsetzen. Und wir wären ja völlig hinter dem Mond, wenn wir das nicht nutzen würden. Und zwar so, dass es uns und den Patientinnen und Patienten hilft. Und zu glauben, dass das irgendwo zu verhindern ist, dass wir vielleicht in diese deutsche Mentalität passend, Zeigefinger wieder hoch, aber es wird genutzt. Diesmal waren die Italiener vor uns, muss man sagen. Hat mich auch überrascht mit dem Verbieten von künstlicher Intelligenz. Also wir sind positiv und sehen die Vorteile. Ganz kurz noch neben Smart Hospital haben Sie auch noch Green Hospital gemacht. Nachhaltigkeitsgedanken finden bei Ihnen auch gleichermaßen Einzug. Sagen Sie, die beiden Themen ergänzen sich, sind ein Bausteinsystem oder würden Sie sagen, unabhängig voneinander? Nein, ich sage, wir brauchen Smart Hospital. Also Smart Hospital bedeutet ja, dass wir viel stärker als bisher vom Menschen her denken, vom Patienten, vom Mitarbeitenden. Und um das dann wirklich umzusetzen, müssen wir die Digitalisierung nutzen. So ist ein Part. Und der andere Part ist die Nutzung der Daten. Wir müssen die Daten nutzen, um die Medizin besser zu machen, weniger Fehldiagnosen und, und. So, das ist der eine Ansatz. Und dann nachhaltiger Ansatz, wissen wir alle, Krankenhäuser, Gesundheitswesen ist sehr umweltbelastend. Da können wir auch ein bisschen was zu beitragen. Dann kommt immer, wie sind Ihre Klimaziele? Und ich sage, kann ich gar nicht sagen, also zumindest jetzt für Essen, weil wir bei uns noch zu wenig wissen. Wir wissen noch zu wenig, wie ist das tatsächlich mit den Einmalverpackungen etc. Und wenn ich das nicht irgendwo auch abgebildet bekomme, dann bin ich wieder in diesem ganzen Digitalprozess, dann ist das alles so hypothetisch. Deswegen glaube ich, das eine gehört zum anderen. Und Green Hospital ist für uns so eine Fortentwicklung. Und was ich spüre, ist, dass die Mitarbeitenden da wirklich mitgehen wollen. Und die haben Freude dran, auch an Projekten, die teilweise selbst betreuen. Und so wird das Ganze
eine runde Sache. Immer mit dem Hinweis, dass noch ganz viel zu optimieren ist bei uns, aber man muss es doch auch in den Köpfen erstmal ein wenig bewegt bekommen, dass die Mitarbeitenden sagen, ja, ich bin hier tätig und ich freue mich auch, dass wir uns bewegen quasi. Aber Ziele zu definieren wäre ja furchtbar einfach und typisch deutsch. Genau, aber man muss trotzdem Ziele vorgeben. Also wir können eben nicht wie in der Bundespolitik jetzt, wir machen eine Krankenhausneuplanung, eine Umstrukturierung, aber geben keine Ziele vor. Das funktioniert nicht. Ist richtig, ich kann Sie auch nur auf dem Weg ermutigen. Also wir haben die Ziele definiert, was CO2-Reduktion etc. betrifft, aber immer Maßnahmen untermauert, sodass wir auch wissen, wir können in 5 Jahren, in 10 Jahren auch entsprechend nachweisen, dass wir die erreicht haben, sonst würde ich von den Zielen nichts halten. Was sind Ihre Top 3 Ziele für Ihr Haus, für sagen wir mal die nächsten 5 Jahre in diesen Bereichen Smart Hospital und Green Hospital? Top 3 Ziele, also ein Ziel ist... Nicht mit Zahlen, Daten, Fakten? Nein. Ein Ziel ist, das ist ja das übergeordnete Ziel, dass sich die Menschen, die bei uns sind, einfach wohler fühlen. Wir haben noch zu viele Themen, wo wir Beschwerden bekommen, weil meinetwegen Wartezeiten zu lang sind etc. Das finde ich, daran müssen wir uns immer erinnern. Ich denke, wir haben eine sehr gute medizinische Versorgung, aber dieses Ganze drumherum ist mir noch nicht rund genug. Daran müssen wir arbeiten, das tun wir auch. Ein zweites Ziel ist, wir müssen ein attraktiver Arbeitgeber sein und noch attraktiver werden, weil daran steht und fällt alles, wenn wir keine Mitarbeitenden haben. Und das will ich eben auch über soziale Medien, das wollen wir aber auch über bestimmte Leadership-Programme etc. weiter optimieren. Da sind wir auch noch nicht ausreichend gut. Und das dritte, etwas andere Ziel, das ist tatsächlich, dass wir unser KI-Institut, also dieses Institut für künstliche Intelligenz in der Medizin, noch weiter ausbauen, weil ich glaube, dass das für uns ein gewisser Gamechanger werden kann. Und das geht eben in die verschiedenen Bereiche bis zum Green Hospital rein und nicht nur um individuelle Diagnostik. Abschlussfrage: Wo stehen wir in 10 Jahren in der Gesundheitswirtschaft in Deutschland? Deutlich weiter als heute. Sie dürfen jetzt träumen. Ja, also ich glaube, da bis dahin ist viel passiert, weil von vielen ChatGPT beispielsweise genutzt wird und man viele veraltete Prozesse dann auch irgendwann nicht mehr quasi immer wieder hervorholen kann. Also ich glaube, es wird einen Wandel geben. Es gibt viele junge Leute, die haben Lust auf Wandel. Und in 10 Jahren ist meine Generation, das sind die Verhinderer heute, sind dann nicht mehr tätig. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir in 7, 8, 9 Jahren einen Sprung machen. Rosa Werner, ganz, ganz herzlichen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank.